Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns die Händlerin von der schwarzen Waffenkammer an, und zwar Ada. Sie hatte da verschiedene Beutezüge dabei, dann auch Waffenformen und Forschungswaffenformen. Zudem hatten sie noch Mod-Komponenten, die wir kaufen können, und auch spezielle Mod-Komponenten. Wir gehen das Ganze Schritt für Schritt durch. Hier gibt es sicher noch die ein oder anderen Sachen, die man noch nicht wusste. Nun gut, fangen wir aber an mit den täglichen. Wir haben die täglichen Beutezüge, die werden auch jeden Tag resettet. Das heißt, wir kriegen jeden Tag neue. Wenn wir die abschließen, gibt es Modulusberichte und Glimmer. Modulusberichte brauchen wir für die Waffenformen, wenn wir bereits den goldenen abgeschlossen haben, dazu kommen wir nachher, und Forschungswaffenformen, das heißt, die täglichen kann man durchaus immer wieder abschließen, um die Items zu kriegen, um die anderen anzunehmen. Modulusberichte kriegt man übrigens auch, wenn man eine Schmiede abschließt, das heißt, ihr kriegt da ein bisschen Modulusberichte. Wenn ihr eine Schmiede vollständig abschließt, könnte man auch da natürlich holen. Zudem ist es so, dass wenn man tägliche Beutezüge abschließt, dass man eine Chance hat, eine kleine Chance hat, einen seltenen Beutezug zu ergattern. Seltene Beutezüge geben dann mächtige Ausrüstung, dazu kommen wir aber später noch. Zuerst noch zu den wöchentlichen. Bei den wöchentlichen Beutezügen haben wir einen wöchentlichen Zyklus, da kriegen wir einen Ballistic Lock, und mit dem Ballistic Lock können wir dann die goldenen Beutezüge zum ersten Mal freischalten, um dann über eine längere Questreihe da die Waffen zu holen. Bei den Waffenformen ist es so, dass auch die wöchentlich wechseln, das heißt, wir haben jetzt hier beispielsweise Handfeuerwaffen oder auch Scharfschützengewehre, da können auch Automatikgewehre drin sein, Maschinengewehre, das wird einfach jede Woche gewechselt. Das System bleibt aber das gleiche, wir haben tägliche, wir haben wöchentliche und dann eben diese Waffenformen. Das erste Mal, wenn wir es abschließen, brauchen wir einen Ballistic Lock, das heißt wöchentliche machen, dann einlösen, den kaufen, dann kriegen wir eine längere Questreihe, den abschließen und dann haben wir die Waffe zum ersten Mal freigeschaltet. Haben wir das Golden abgeschlossen, kriegen wir ein blaues. Wenn wir das dann einlösen, man sieht hier, wir brauchen Modulusberichte, das heißt, über die täglichen Beutezüge können wir das holen. Hier kriegen wir eine verkürzte Questreihe, das heißt, wir müssen beispielsweise nur noch 30 Headshot-Kills machen, dann 20 strahlende Samen sammeln und dann können wir eigentlich auch schon in die Schmiede gehen, um die Waffe zu schmieden. Das heißt, hier können wir immer und immer wieder die verschiedenen Waffen schmieden. Bei den Forschungswaffenformen, wo wir ja auch Modulusberichte brauchen, kriegen wir augmentierte Waffen. Augmentierte Waffen sind eigentlich nichts anderes als normale Waffen, die haben einfach einen zusätzlichen Perk drauf, wo wir auswählen können zwischen zweien. Das zeige ich hier. Das heißt, wir haben hier diverse Waffen, die dann einfach zusätzliche Perks mit drauf haben, beispielsweise Schnappschuss und Messsucher, und dann können wir auswählen zwischen einem von den beiden. Das heißt, hier kriegen wir allerlei Waffen raus, die dann eben einfach ein bisschen mehr Fähigkeiten drauf haben. Die sind nicht besser, sondern sie haben halt eben einfach mehr Fähigkeiten zur Verfügung. Wenn wir die Seite wechseln, dann können wir hier Mod-Komponenten kaufen, wie man sieht, ist relativ nützlich, aber auch teuer, denn wir brauchen eben legendäre Bruchstücke dafür, und hier bei der schwarzen Waffenkammer Mod können wir, ich habe es jetzt heute schon ein paar Mal gemacht, können wir das kaufen und man sieht, der Preis steigt. Zu Beginn kostet das nur eins von diesen schwarzen Waffenkammern-Entwürfen und ein paar Mod-Komponenten, jedes Mal, wenn wir eins kaufen, wird das teurer. Das wird auch pro Tag geresettet, das heißt, es lohnt sich da jeden Tag ein bis zwei zu holen. Jetzt stellt sich natürlich für viele noch die Frage, wie kriege ich diesen Entwurf der schwarzen Waffenkammer, um eben dieses Item hier oder die Mods zu kaufen? Nun, wenn wir Waffen aus der Waffenkammer zerlegen, haben wir die Chance, dass da diese Teile rausdroppen, wie man hier sieht. Aus den Mod-Teilen, die wir da kriegen, kriegen wir beispielsweise Sprintangriff, ich habe da auch schon Schnellzugriff, Riemen gekriegt, Radarbooster, Libelle-Spezifikation, Umzingel-Spezifikation und natürlich Toben-Spezifikation. Man kann ja kurz auf Pause klicken, wenn man lesen möchte, was da alles drauf ist. Sind durchaus gute Mods, das heißt, lohnt sich dabei, ihr das immer wieder mal zu kaufen. Zu guter Letzt noch ganz kurz zu den täglichen. Wenn wir die täglichen abschließen, passiert tatsächlich auch bei den wöchentlichen, und die abgeben, haben wir die Chance, einen seltenen Beutezug zu erhalten.
Bei diesen seltenen Beutezügen müssen wir dann eine Questreihe abschließen bzw. bestimmte Punkte abschließen. Da brauchen wir in der Regel Waffen von der schwarzen Waffenkammer, das heißt, wir müssen mit einer Waffe hier Feinde töten oder mit einer bestimmten Waffe Feinde töten oder wir müssen Strikes laufen oder Patrouillemissionen machen oder öffentlichen Events. Also da gibt es ja relativ viele, Schmiede abschließen etc. Wenn wir das dann gemacht haben, können wir aus diesen mächtigen Beutezügen, also aus diesen seltenen Beutezügen, wo wir mächtige Rüstungen herauskriegen, können wir dann Waffen oder auch Rüstung von der schwarzen Waffenkammer kriegen. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, noch zusätzlich Waffen zu kriegen zu den normalen wöchentlichen, die wir bei ihr so oder so machen. Denn wenn wir 2 Waffenformen pro Woche bei ihr farmen, schließen wir auch nochmal eine zusätzliche wöchentliche Mission ab, wo wir auch Waffen oder Rüstungen von ihr kriegen können. Tja, und ich glaube, damit wäre eigentlich alles gesagt. Jetzt wisst ihr, wie die täglichen funktionieren, was da für seltene Beutezüge ja existieren, Waffenformen, Forschungs- und so weiter und so fort. Das heißt, den Überblick sollte man jetzt über die Händlerin haben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich beantworte das und lasst ein Like da, wenn das Video euch geholfen hat. Lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr von meinem Kanal verpassen möchtet. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.